Und ich begrüße Kemal Çapaçı. Sie sind Fotograf und Mediendesigner in Köln, Herr Çapaçı. Und ausgerechnet in Köln wird natürlich nun heftig gestritten um die Eröffnung der DİTİB-Moschee in Köln. Und es ist umso schöner, dass wir Sie fragen können. Werden Sie hingehen am Samstag? Ich werde mir, glaube ich, die Zeit nehmen und hingehen. Und ich freue mich, ehrlich gesagt, auch auf den Besuch von Erdoğan, auch wenn ich nicht sein größter Fürsprecher bin. Versuche ich das alles ein bisschen differenzierter zu betrachten. Denn es hat einen Symbolcharakter, dass der Erdoğan gerade diese Moschee eröffnet, die letztlich von türkischen Migranten eröffnet wurde. Diese Institution stellt die größte muslimische Institution europaweit dar. Und das repräsentiert uns ein Stück weit. Und warum soll dann der Repräsentant des türkischen Landes nicht hier sein und diese Sie Moschee kennen eröffnen. Natürlich das sofortige Gegenargument, dass die türkische Religionsbehörde, die ja nicht geholfen haben soll, diese schöne Moschee in Köln zu bauen, wie der Staatspräsident selber sagte. Mit Hilfe von Paul Böhm auch noch, der übrigens ein Kirchenbauer war, was wiederum auch einen Symbolcharakter hat. Man hätte auch einen Architekten aus der Türkei hier rüberholen können und diese Moschee erbauen können. Aber aufgrund dieses freundschaftlichen Verhältnisses zwischen den Türken und Deutschen hat man sich für einen deutschen Architekten entschieden. So, und darauf verweisen Sie, und das ist auch völlig in Ordnung so. Und Sie helfen uns bei der Beantwortung der Frage, wie viele Deutsch-Türken eigentlich immer noch das Gefühl haben, dass Ihr Präsident zu Besuch kommt. Wie geht Ihnen das? Also, ich halte diese Diskussion ob es mein Präsident ist, sein Präsident ist, jener Präsident ist, jenes Präsident ist für obsolet, weil letztlich dieser Mann uns als Volk repräsentiert. Ich sehe da gar keinen, ich kann da gar keinen Vorwurf machen, wenn Leute behaupten, dass er nun mal ihr Präsident sei. Die Türkei scheint mit der Duckmäuserei ein Ende zu haben. Die Duckmäuserei scheint in der Türkei ein Ende zu haben, was in den letzten Jahrzehnten leider der Fall war. Und die Türken freuen sich halt auf den starken Mann, der in der Türkei vielleicht für den einen zu autoritär, für den anderen vielleicht stark dasteht. Und das wird halt von uns sehr stark hier in Deutschland kritisiert. Ich frage mich, warum man das so stark in die Agenda aufnimmt, warum man sich nicht auf wesentlichere Probleme konzentriert, die Deutschland hat. Naja, also das ist jetzt natürlich, es lädt ein zu einer langen Diskussion. Vielleicht kommen wir noch mal zurück, in welchem Zustand das Verhältnis noch im letzten Jahr war. Da sind die Deutschen mit Nazi-Vergleichen von ihm tituliert worden. Jetzt sollen wir wieder die Partner sein. Sagen Sie, das ist normal, dass es so einen Zickzackkurs gibt? Also, ich möchte hier auf den Herrn Lindner hinweisen, der ja eigentlich mit dem Diktator-Vergleich angefangen hat. Daraufhin hat sich das Ganze hochgeschaukelt. Ich finde, Politiker sollten uns ein Vorbild sein und aufhören mit diesen Beschimpfungen. Auch Erdoğan, auch jener Politiker, der uns hier vertritt, sollte nun mal aufhören, diese Töne anzuschlagen. Wie sollen wir uns als Gesellschaft hier verstehen, wenn es nicht mal die Politiker können? Und dass Sie jetzt bei diesem Staatsbankett, dass einige Politiker diesem Staatsbankett jetzt nicht beiwohnen, halte ich für kontraproduktiv. Die Henriette Rieker hat abgesagt. Gerade sie hätte dort vorsprechen sollen und ein Zeichen setzen sollen. Wenn die nicht auf Dialog setzen, dann frage ich mich, wer das tun soll. Also Argumente sind hier natürlich schon gekommen, warum wir die Türkei aus vielen guten Gründen nicht mehr als Demokratie bezeichnen. Sie sagen, Erdoğan hat den Türken das Gefühl gegeben, dass man nicht mehr Duckmäuser ist, dass man sich mit seiner Meinung nicht mehr zurückhält. Haben Sie sich denn bevormundet gefühlt durch die Deutschen? Haben Sie hier das Gefühl, ständig bevormundet zu werden? Also man hat das Gefühl, dass man von lauten Türkei-Experten umgeben sei, sei es hier in der Runde, sei es in der Gesellschaft. Ich streite nicht ab, dass hier lauter Politexperten sitzen. Aber ich frage Sie. Ja, also ja, was soll ich dazu sagen? Fühlen Sie sich bevormundet? Ja.
ich fühle mich von den Deutschen, sagen wir es mal so, ein bisschen, ein Stück weit, ich ohne in die Opferrolle gehen zu wollen, ein bisschen im Stich gelassen, in die Ecke gedrängt, weil ich mich immer zu dem Thema äußern muss, immer in ein Statement abgeben muss. Bin ich pro, bin ich schlecht, bin ich gegen, bin ich gut? Also, dass diese Polarisierung halt schädlich ist, glaube ich einfach. Okay. Und dass der Staatspräsident, wenn er hier nach Deutschland kommt, tatsächlich in Deutschland immer ein Heimspiel hat, das müssen Sie ja aber auch konzidieren. Definitiv. Also er hat hier jede Menge Anhänger, hier sogar mehr als in der Türkei. Und das wundert eigentlich gar nicht, dass er jetzt hierher kommt und seine, ich möchte anmerken, dass er hier auf eine Rede verzichtet hat, um ein Symbol, um ein Statement zu setzen, dass er nicht für die Propaganda da ist, sondern einfach als Zeichen des guten Willens auf Dialog setzt. Und haben Sie trotzdem das Gefühl, Herr Chapatschi, dass auch Herr Steinmeier Ihr Präsident ist? Ja, selbstverständlich ist auch Herr Steinmeier mein Präsident. Ich habe zwei Heimatländer. Ich glaube, das spricht auch nichts dagegen. Ich habe sogar das Privileg, würde ich behaupten, dass ich zwei Kulturen innehabe, von denen ich profitieren kann. Also das heißt, ich kann von Vorteilen, von Vorzügen beider Kulturen profitieren. Ich fühle mich da sehr glücklich mit. Cool, dass wir Sie heute bei uns haben. Herr Chapatschi, vielen herzlichen Dank.